So, das haben wir auch so hier, das muss noch weg. So, dann werde ich noch mal Tomaten und 6 Peperonis kaufen. Geht ja noch. Also das ist irgendwie mit dem Englisch-Deutschen. Weil das, wenn das wirklich Paprika sein sollen, sind das ja Spitzpaprika. Aber das sind Peperonis. Und das sind Spitzpaprika. Die sehen wirklich anders aus, zumindest vom Bild her. Aber eigentlich liegen hier nur Peperonis, nicht Paprika. Aber das ist ein bisschen immer mit dem Englischen übersetzen. Weil Paprika, Pepper. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, da überhaupt eine richtige Definition zwischen beiden gibt. Da, 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 da. So, okay. Alles klar, alles abgeräumt. Hier sind mal gut, dass er vor den Zahlen steht. Aber wie gesagt, das ist irgendwie buggy. Dass die mehr reinräumen können. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin sind. Ich nehme mal einen raus. Hab keine Ahnung. So, ansonsten haben wir alles soweit. Okay, morgen muss ich vielleicht auch nochmal ein Süppchen kochen. Aber kann ja sein, dass jetzt die Hühnersuppe freigeschaltet wird. Dann kaufen wir die natürlich. Kochen wir die natürlich, weil wir die für den Gourmet brauchen, ne? Und lachen. Die Tomatensuppe steigt nicht. Ich glaube, ich koche die nicht nochmal. Obwohl heute haben auch nicht viel. Doch hier, 5. Aber es springt nicht auf 5 über. Und das springt auch nicht auf 6 über. Keine Ahnung. Normalerweise kann man alles bis 11 kochen. Deswegen bin ich gerade, um dass man 11 Hütchen kriegt. Ich bin da gerade ein bisschen irritiert. So. Jawohl. Nebeneinlagen 870, nicht Schlacht. So, die Hühnersuppe ist frei. Alles klar, also. Wir brauchen noch Döner und Hühnersuppe sowieso. Also, auf jeden Fall, wir müssen freischalten. Das Süppchen. Und die packen wir dann gleich auf die Speisekarte. Obwohl hier sieht man, dass es eine 5 gekriegt hat. So, wir brauchen für den Gourmet weiterhin den einfachen Döner-Teller. Und damit ich das weiter auf 11 kriege. Wo sind die Spieße geblieben? Hier, einfacher Kebab. Gegrilltes Ei, einfacher Döner-Teller hier. Jawohl. Wie viele Suppen brauchen der Gourmet? 8. Okay, weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. 20 bis 26 Kunden. So, dann
Pass auf, das ist sowieso nur noch so ein bisschen gewesen. Das schütte ich mal weg. Und dann lass mal gucken. Pinnen wir mal. Weil das wäre nur noch ein Teller gewesen. Und bis ich das nächste Mal Tomatensuppe. Dann nimmt das da keinen Platz weg. So, Hähnchenspieß, Hähnchenbrust. Also ich brauche Zitrone und Hühnerbrühe, das ist neu. Und die ist halt verbuggt gewesen. Ob sie es jetzt noch ist, weiß ich nicht. Hier steht ja auch unten 0,2 abfüllen. Aber wenn man das macht, wird immer gesagt, es fehlt was. Deswegen habe ich hier immer 0,3 abgefüllt. Dann ging das irgendwie. Okay. Wir packen hier. Sch Ich habe mich jetzt so erschrocken, dass der da im Schrank stand. Zitronen und Hühnerbrühe. Bim, 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 bim. Ich hätte ja mal gucken können, ob ich noch was kaufen muss. Ich nehme mal vorsichtshalber mit. Und dann kaufe ich noch mal zwei Spieße, dass die Dinger voll sind. Und ich kaufe noch mal einen Kochtopf, damit ich zwei Suppen machen kann. Hühnerbrühe hier. Sonst noch irgendwas ohne Fahrschein? Das ist also nicht frei. Okay, wenn ich einkaufe, dann richtig. Ne? So. Ich muss hier hin. Okay. Das können wir gleich mal machen. Da-da, da-da, da-da. Da gehen nämlich immer 5 drauf. So. Dann einen weiteren Topf für den Fall der Fälle. Und jetzt die Hühnerbrühe. Das packen wir dann mal hier rein. So. Irgendwie. Ach so, weil das später. Zitronen muss ich noch kaufen. Zitronen, Zitronen, Zitronen. Die sind jetzt freigeschaltet. Sonst irgendwas ohne Fahrschein? Nee. Vielen Dank. Wenn du die so halb umrennst, dann meckern die immer. Sieben, acht. So, wir brauchen zweimal Hähnchenbrust und eine Zitrone. Und da schnibbeln wir alles. Ohne
Und dann die Hühnerbrühe. So, dann haben wir Zitrone, Hähnchen. Okay, dann kann das brutzeln. So, der Rest ist ja gleich geblieben, ne? Das heißt, das ist automatisch verschwunden, okay. Wir bereiten wieder vor. So. Also 0,3 fülle ich jetzt mal ab. Damit er nicht sagt, dass was fehlt. Er sagt trotzdem fehlende Zutat. Also die ist immer noch verbuggt. Die ist immer noch verbuggt. Wir können es nicht ändern. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben das. Das ist für den Döner. Einmal durchsnibbeln. Quatsch. Nein, hier rein. Mann. Wie schön, wenn man verwirrt ist. So. Hier hin. So, und wir müssen die, auf jeden Fall die Hühnerbeine zweimal machen. Das war ja nur Tomate, ne? Ist ein schönes, einfaches Gericht, was man nebenbei mit fertig machen kann. Und Chili Pfeffer. Und schnibbeln. Nein, du sollst da. Du sollst da rein. Zack. Und das ist am Brutzeln. Wir behalten das vor. So, alles andere muss ich aber auch noch mal vorbereiten, ne? Damit ich es da. Nee, damit ich es da habe. Das heißt, ich brauche noch mal so ein Fleischstückchen. Wir brauchen zweimal Petersilie, die ich ja letztes Mal vergessen habe, drauf zu tun. Und wir brauchen eine Tomate. Ah, jetzt hat er sich hier. So. Salz und Pfeffer. So, dann haben wir das vorbereitet. Dann müssen wir dann noch einmal für den. Halt, ich habe doch hier hinten auch noch einen Teller, also genau. Was war das? Kartoffel, Paprika, Tomate. Paprika, so.
Ja, das macht mich irre, ne? Jetzt geht es. Das ist irgendwie auch ein bisschen so. Dann haben wir die vier Sachen vorbereitet. Ich bin am Überlegen, ob ich da nochmal Dönerspieße vorbereite, weil letztes Mal sind die ja gut weggegangen, ne? Aber da mache ich Folgendes. Da werde ich keine ganzen Teller vorbereiten, sondern diesmal nur halt. Tut mir leid, das ist mein Monk. Ich brauche die Messer da, wo ich sie haben will. Das liegt hier wahrscheinlich auch an diesem Döner-Gedöns. Und hier muss ich mir noch mal ganz kurz angucken. Da musste Schwanzfett rein, Salz, schwarzer Pfeffer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weil wenn das Messer nämlich falsch steckt, jetzt Schwanzstücke muss ich mal holen. Schwanzstücke. Und dann hole ich auch gleich mal Hühnerbeine. So. Ups. Wenn wir schon dabei sind. Achso, Ribeye hätte ich auch kaufen können. Jetzt ist egal. Das können wir gleich hier hin. Halt. So, und noch eins. Na, jawohl, so. Geht das wieder los, dann nehme ich doch das. Weil das ging dann wenigstens dann nochmal hier rein. So. Dann mache ich die Spieße fertig. Kühlschrank. Ups, ich renne hier immer vorbei. So. Jawohl, so. Dann haben wir alles fertig vorbereitet. Würde ich mal sagen. Das heißt, nee, ich muss ja erstmal kochen. Ich blöd, Mann. Ich will ja immer nicht, dass das verguckelt. Aber hier ist alles vorbereitet für einen zweiten Teller. Du bist fertig. So, dann fangen wir wieder mit dem Döner an. So. Fertig, fertig, fertig. So, dann nehmen wir die Hühnerbeine.
Und ich werde so feiern, den Elektrogrill. Aber da brauche ich noch 14 Level. Beine. Und dann nehmen wir und nicht wieder vergessen, die Petersilie da drauf zu packen, ne, Pitti? Was man nicht im Kopf hat. Das habe ich auch noch nicht geschafft, dass ich den Teller hier durchs Dings geworfen habe. Das ist neu. Okay. Jetzt kriege ich den Teller hier nämlich nicht mehr. Der nächste Bug. Der nächste Bug. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Okay. Habe ich wahrscheinlich so durch eine Ritze geworfen. Ja, hallo Ela. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis jetzt. So, einmal ablösen. Jetzt und hierhin. Okay, den Teller kriege ich hier nie wieder raus. Keine Ahnung, wie der da reingeglitscht ist. So, wir haben alles fertig, alles vorbereitet. Dann machen wir auf. Jawohl. So, dann kann ich mal Rechnungen zahlen in der Zeit. Ja, wie gesagt, er muss ja noch einiges machen, der Entwickler. Wie gesagt, der letzte Gourmet ist ja noch nicht frei und auch die Salate nicht. Und wir haben ihm so viele Bugs reportet und dass er die Hühnersuppe immer noch nicht den Bug raus hat, das verstehe ich nicht. Eigentlich, das war eine der ersten Sachen, die wir reportet haben. Naja. Dann muss man halt so kochen, wie es geht, ne? Aber es ist trotzdem ein mega Spiel. Also, da ich kann damit immer nicht aufhören. So, die will Beinchen. Muss immer drauf achten, was ich kochen muss, ne? So, die will Fleisch, okay. Wenn der nächste Hühnerbeine will, muss ich die auf den Grill schmeißen. Jawohl, der nächste will Hühnerbeine. Und dann ist das nämlich leer. Jawohl. Man gut, dass nicht Fleisch irgendwie dazwischen gefallen ist oder so. Ja, da. Und das Fleisch. Ja, Hühnerbeine, der Herr, ich bin schon am Machen. So. Kommt sofort, bitte sehr, bitte gleich. Jawohl. So.
dann holen wir erstmal nochmal einen großen Getränkeautomaten, dass wir mehr. Ups, ich habe geträumt. Mehr Nebeneinkünfte haben, ne? Runter, runter. Das ist nämlich sehr hilfreich. Level 28. Wollte ich wieder Kebab machen? So. Jawohl. Na, ein bisschen geht der Tag noch. Ups. Döner-Teller ist auf. Den habe ich auch noch vorbereitet, jawohl. Einfach der Döner-Teller, okay. Nee, lass mal noch an, weil da unten liegt ja das Fleisch, dumme Truller. Jetzt hätte ich beinahe meine Dings hier erstochen, ne? So. So, einfacher Döner-Teller hier. So, jetzt können wir ausmachen. Ja, dann lass mal gucken, der will Hühnerbeine. Tag ist auch bald rum. Ich muss noch mal gucken, wie das noch hinkommt mit dem Essen. Ich habe sowieso nichts mehr vorbereitet, außer Suppe und Kebab könnte ich jetzt noch machen. Aber da geht's los, ne? Gegrilltes Fleisch. Soll ich für den jetzt noch mal was machen? Nee, das ist der letzte Kunde, glaube ich.